In diesem Video zeigen wir, wie man den Cockpitbereich mit Glasgewebe verstärken kann. Das ist zwar nicht zwingend nötig, aber empfehlenswert, weil das Material in diesem Bereich besonders stark mechanisch beansprucht wird. Und zwar durch das Gewicht des Paddlers, während er im Boot sitzt bzw. ein- und aussteigt. Im Anschluss an die Cockpitverstärkung werden die Schottwände eingebaut. Das werden wir dann im nächsten Video zeigen. Bevor es losgeht, wäre jetzt übrigens ein guter Zeitpunkt, die überstehenden Abschnitte des Glasbandes mit einem Cutter abzuschneiden. Das Boot liegt jetzt also kielunten auf den V-förmigen Auflagen. Mit Spanngurten wird es wieder an den Böcken befestigt. Die mit einer Lage Epoxid versiegelte Oberfläche ist momentan noch recht rau. Deswegen und damit für die nächste Schicht Epoxidharz eine gute mechanische Verankerung möglich ist, wird die Fläche von Hand angeschliffen. Später wird der Innenrumpf noch mit zwei weiteren Schichten Epoxidharz versiegelt. Zum Schleifen sollte man Schleifpapier mit 80er Körnung benutzen. Im Bereich der Glasbänder schleift man nur mit leichtem Druck, damit das Glasgewebe nicht beschädigt wird. Die Flächen lassen sich am besten mit einem Schleifklotz schleifen. Auch wenn die Innenbereiche von Bug und Heckspitze später nicht sichtbar sein werden, müssen diese Bereiche als Vorbereitung für den nächsten Epoxidauftrag ebenfalls angeschliffen werden. Nach dem Schleifen muss der Schleifstaub entfernt werden. Für den groben Schmutz kann man einen Staubsauger benutzen. Anschließend kann man mit einem feuchten Tuch hinterherwischen. Wer ein Staubbindetuch besitzt, kann den Innenrumpf damit zum Schluss auch nochmal auswischen. Dann werden die Schottwände provisorisch an der planmäßigen Stelle in den Rumpf eingesetzt. Die Position der Vorder- und Rückwand wird mit einem Stift auf den Innenrumpf übertragen. Dann werden die Schottwände wieder herausgenommen. Die doppelte Linie zeigt also die Position der Schottwände an. Auf diese Weise weiß man, bis wo die Cockpitverstärkung auflaminiert werden muss. Entlang der äußeren Linie wird Klebeband in den Rumpf geklebt. Wozu das nötig ist, wird später noch klar werden. Dann misst man die Distanz zwischen beiden Klebestreifen. Dieses Maß gibt die Mindestlänge des Glasgewebes an, das ins Cockpit laminiert wird. Dieses Maß plus eine Zugabe von ca. 5 cm wird auf das Glasgewebe übertragen. Am besten klebt man auf die Schnittlinie einen Streifen Malerkrepp, damit die losen Fadenenden des Gewebes später nicht beim Laminieren stören. Das Gewebe kann man jetzt vorsichtig zusammenlegen, zum Cockpitbereich bringen und wieder auseinanderfalten. Es wird so ausgerichtet, dass die Endbereiche auf den Klebestreifen aufliegen. Mit der Hand streicht man das Gewebe so lange glatt, bis es faltenfrei im Cockpit liegt. Wir benutzen übrigens ein Gewebe mit einem Flächengewicht von 110 Gramm pro Quadratmeter. Das Gewebe, das über den Rand hängt, kann auf der Rumpfaußenseite vorübergehend mit einigen Streifen Malerkrepp fixiert werden. Dann wird nicht angedicktes Epoxidharz auf eine der beiden Bodenplanken aufgetragen und mit einem Spachtel verteilt. Dabei muss man vorsichtig sein, damit das Gewebe nicht verrutscht. Da, wo das Gewebe durchtränkt ist und gut auf der Planke aufliegt, ist es bereits komplett transparent. Nach und nach kann man auch die Seitenplanke mit Epoxidharz sättigen. Und zwar bis unter dem Balkweger. Dabei darf man nur mit wenig Druck arbeiten, damit das Gewebe an anderen Stellen nicht wieder vom Untergrund gelöst wird. Mit einem Pinsel kann man das Gewebe im Bereich der Nähte sättigen. Auf diese Weise lassen sich auch Lufteinschlüsse aus dem Gewebe herausdrücken. Im nächsten Arbeitsschritt kann man das überschüssige Epoxidharz mit einer Schaumrolle aufnehmen. Das Gewebe sollte also nicht zu nass sein, damit sich später keine Läufer auf der Oberfläche bilden. Die andere Rumpfhälfte wird auf die gleiche Weise bearbeitet. Nach ca. 2 Stunden kann man das Gewebe unterhalb des Balkwegers mit einem Cutter durchtrennen. Dann kann das überschüssige Gewebe abgezogen werden. Im Bereich der Schottwände wird das Gewebe ebenfalls durchtrennt.
Der Cutter schneidet also zwischen den beiden Linien, die man auf den Rumpf angezeichnet hatte. Dann kann man das Gewebe samt Klebestreifen abziehen. Und damit sind die Arbeiten am Glasgewebe auch zunächst mal abgeschlossen. Jetzt kann man auch dem restlichen Innenrumpf, also den Bereichen vor und hinter dem Cockpit, einen weiteren Epoxidanstrich verpassen. Das heißt jetzt also, dass in diesem Bereich und im Bereich des Cockpits insgesamt 2 Schichten Epoxidharz aufgetragen wurden. Die Vorgehensweise des Auftragens ist wieder so, wie sie schon in einem früheren Video beim Auftragen der Glasbänder auf die Rumpfnähte gezeigt wurde. Nach einer Weile ist die Oberfläche nicht mehr flüssig, sondern eher klebrig. Dann hat die Harz-Härter-Mischung die Phase der sogenannten Ersthärtung erreicht. Bei warmen Temperaturen kann das nach einigen Stunden der Fall sein, im Winter muss man eventuell bis zum nächsten Tag warten. In diesem klebrigen bzw. geleeartigen Zustand ist es möglich, dass man eine weitere, also insgesamt die 3. Schicht Epoxidharz auf den Rumpf aufträgt. Die 2. und 3. Schicht Epoxidharz gehen dann eine feste chemische Verbindung miteinander ein. Es ist in dem Fall also kein Zwischenschliff erforderlich. Und wenn das Epoxidharz ausgehärtet ist, kann man die Schottwände einbauen. Wie das funktioniert, werden wir, wie gesagt, im nächsten Video zeigen.